So. Hallo. So, hallo. Halt. Die Karte, ist das deine? Ja, das ist meine. Aber neulich hattest du gar keine Karte. Ja, da habe ich sie vergessen. Darf ich mal sehen? Aha. Kommt mir jetzt komisch vor. Das gilt auch nur für zwei Zonen. Wir sind hier aber in Waldburg bis Ravensburg. Das sind drei Zonen. Die Karte ist auf der Strecke nicht gültig. Naja, aber es ist trotzdem meine. Aber das ist Ihre Karte. Ja gut, dann drücken wir heute noch mal ein Auge zu. Aber morgen hast du die richtige und gültige Karte. Ja. Okay, danke. Gut. Es kommt immer wieder vor, dass Schüler die falsche Karte haben oder gar keine oder sagen, sie haben sie vergessen. Wir drücken oft ein Auge zu, aber ab und zu müssen wir konsequent sein. Mann, bin ich müde. Oh nein, heute gibt's einen Biotest. Oh, ich hab meine Hausaufgaben vergessen. Ob Tom wohl heute kommt? Ich würde eigentlich viel lieber da drüben sitzen. Wie sieht es denn hier aus? Das Busfahren ist so aufregend. Blöd, heute wäre Sport. Busfahrer fahren Sie mal schneller. Boah, ich will heute noch ankommen. Nehmt ihr eure Füße vom Sitz? Was, wenn nicht? Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt eure Füße vom Sitz. Oder ich bin gezwungen, den Busfahrer zu holen. Das ist eure Entscheidung. Schon gut. Scheiß Busbegleiter. Kann doch gleich Bulle werden. Na gut. Oh. Geht doch. Hast du die gesehen? Die Klamotten, die gehen ja gar nicht. Tom mag die auch nicht. Ah, Tom. Dich braucht keiner. Genau. Setz dich endlich hin. Da ist doch noch genug Platz. Kann ich da bitte hin sitzen? Ja, bitte. Setz dich. Danke. Seitdem ich höflicher bin, läuft's besser im Bus. Viel besser. Man trifft ja auch Freunde im Bus. Ich auch, aber von Tom ist immer noch nichts zu sehen. Echt blöd, aber Busfahren ist auch viel besser für die Umwelt. Und ich sag jetzt immer zum Busfahrer Hallo und Tschüss. Das ist gut, weil Busfahrer sind auch Menschen. Echt? Ja, ja. Letzte Haltestelle. Bitte alles aussteigen. Ach, wisst ihr schon, dass Tom im anderen Bus ist?
Moment.